Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Steine. Steine brauche ich halt momentan so überhaupt gar nicht. Bestimmt irgendwann mal wieder, aber halt gerade in diesem Moment nicht. Und hier haben, glaube ich, auch neue Musik eingespielt. Oder liegt das daran, weil wir jetzt Anna haben? Dass wir ja quasi jedes Mal, wenn wir jemanden neuen haben, gibt es ja, glaube ich, neue Musik. Beziehungsweise kann das sein, dass sich die Musik so ein bisschen an die Person angliedert, die wir mitnehmen? Is that possible? Anna gleich schon Level 8. Wir haben Anna gleich schon fertig. Nicht mehr die erste Quest von ihr abgeschlossen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Disney nicht so sehr aus. Ach, den Key. So. Ich gerade immer nur Aquamarine. Ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht, aber... Eidots wäre mir gerade tatsächlich lieber. Schon wieder Aquamarine. Dabei, was ich gerade essen kann. Hier so ein Barsch. Ach, geil, rohem Fisch. Hatten wir gestern das Thema mit Sushi. Wenn ich hier den letzten auch noch mal eben abbauen kann. Und wieder ein Aquamarin. Ich werde nicht mehr. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich muss immer zwei Runden Steine abbauen, eine Runde fischen. Ich noch Kaffee? Ja. Wieder nachgespawnt. Ich guck mal eben wegen den Blumen, Freunde. Nein, das ist eine Schaufel. Hey, noch mehr Steine, geil. Oder dass wir dann hier einfach noch mal so ein bisschen dazu. Damit wir nämlich noch mal mehr Spaliere bauen können. Das ist ja auch so eine gefühlt never ending Quest. Haben wir gefunden. Gab es nur eine oder ist hier noch irgendwo eine zweite wieder versteckt? Ja, da ist die zweite. Ich glaube, es gibt immer zwei von denen. Und wisst ihr was, wenn wir schon mal gerade hier sind, können wir ja nochmal eben wieder hier ein bisschen die Büsche abernten. Gibt wieder ein bisschen Geld. Nicht das, was wir so dringend brauchen, aber was wir haben, haben wir. Eine Erinnerung. Und mal wieder ein neues Bild. Das könnte Frozen sein. So ein bisschen nach Eis auf jeden Fall aus. Oh geil, ja, Stachelbeeren. Und Level 8. Schön. Ein Banner. Eine Flagge. So. Oh, Bananen gibt es auch wieder. Gratis. Ich finde das mit diesen goldenen immer ganz cool. Weil direkt so schnell hintereinander. Es ist
Bei einer Abbaurunde das dritte Mal. Krass. Alter, viermal. Was ist denn hier los? Geil. Okay. Dann würde ich sagen, mal kurz verkaufen, Inventar leer machen. Mittlerweile müssten die, glaube ich, auch wieder respawned sein. Jawohl, dann können wir nämlich wieder abbauen. Schön, dich zu sehen. So, schwupps, 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 zack. Die noch nicht. Können wir wahrscheinlich gleich auch verkaufen. Aber erstmal noch nicht. Okay. Das ist sogar ein glänzender Smaragd. Cool. Wieder knapp 6000. Alles klar. Nehmen wir alles mit, Freunde. Juhu! Level 40! Ist das nicht die Onyx-Krone, die wir schon haben? Wir haben gerade die Onyx-Krone bekommen, die wir ohnehin schon hatten. Oh, hey, ein Granat. So, mal eine Frage an die Leute, die gerade da sind, die das Spiel selber spielen. Von den Charakteren, die wir bisher freigeschaltet haben, ist da euer persönlicher Lieblingscharakter schon dabei? Und wenn ja, wer ist es? Sollte der Charakter noch nicht dabei sein, also wir ihn noch nicht freigespielt haben, dann einfach sagen, nö, ist noch nicht dabei. So, hey, ich bin Granat, geil. I am Groot. Ich bezweifle, dass wir ihn freispielen werden. Das wäre es nochmal irgendwann so Disney Dreamlight Valley Crossover mit Marvel. Da kommt irgendwann mal so ein gigantisches Universum. Da kommen Disney-Charaktere, Marvel, DC-Charaktere. Alles kein Problem. Was gibt's noch? Ghibli gibt's ja noch. Oh, boah, das wäre... Boah, so ein Spiel mit Ghibli-Charakteren. Oh Gott, wäre das geil. Ich würde es mir holen. Also so ein Spiel mit Ghibli-Charakteren, dafür würde ich auch... Ohne Mist, dafür würde ich auch 100 Euro ausgeben. Ich würde jeden Preis bezahlen, sofern es in meinen finanziellen Möglichkeiten ist, aber das Spiel würde ich so hart wollen. Aber Marvel und Star Wars gehören noch zu Disney. Also Star Wars weiß ich, Marvel mittlerweile auch. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass Disney die Rechte an Marvel hat. Dann kann das natürlich durchaus sein, dass sowas passiert. Weil ich meine, Pixar kommt ja auch vor. Mein Pixar ist jetzt schon eine ganze Weile bei Disney dabei. Schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann die Pixar aufgekauft haben damals. Aber Marvel wusste ich tatsächlich noch nicht. Bin ich auf unsichtbar gestellt? Achso, müsste ich wissen, was du da hast. Entschuldigung. Ich hab's gerade überlesen. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ja, soll ich dir jetzt alle Charaktere aufzählen oder was? Ich überlege gerade mal. So, aus dem Schloss haben wir... Wir haben Remy, wir haben Viana und Maui, wir haben... Oh, wir waren noch da unten im Schloss. Und wir haben Wall-E und wir haben Anna. So, Elsa kennen wir auch schon. Die zähle ich jetzt einfach auch schon mal mit dazu, auch wenn sie noch nicht hier bei uns im Dorf ist. So, wir haben Donald, wir haben Ursula, wir haben Ariel, wir haben Mickey, wir haben Minnie, Goofy, Merlin und Mutter Gothel. Ich glaube, das waren alle. Wenn ich jetzt gerade keinen vergessen habe. Marvel Studios ist ein Tochterunternehmen der Walt Disney Studios, eine Abteilung der Walt Disney Company und wurde 1993 gegründet. Okay. Ariel. Ja, habe ich sogar schon mitgerechnet, dass das jetzt kommt.
Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt nicht so sehr der Ariel-Fan, muss ich sagen. Ich mag Ariel als Charakter, aber ich mag alle Charaktere, die hier sind. Ach, Christoph habe ich vergessen aufzuzählen. Und Dagobert habe ich noch vergessen. Wally ist aber auch ultra cute. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, von den Charakteren, die wir dabei haben, ist Wall-E sogar momentan mein Favorite. Dabei habe ich den Film noch nicht mal gesehen. Aber der ist einfach schon ein richtiges Schnuckelchen. Oh, gibt aber sehr viele Garnelen gerade. Oh, ein Pixelfehler. Da dieser blaue Strich, den man da sieht, links neben mir. Ein Pixelfehler. Ich will noch Quack den Bruchfehler. Ja, bitte, ich will auch Quack. Quack war super, ich habe Quack immer geliebt. Und Tick, Trick und Track sind auch toll. Und ich will Daniel Düsentrieb haben. Und so ein Gustav Ganz wäre bestimmt auch cool. Darkwing Duck, ja! Darkwing Duck ist aber leider nicht aus dem Film, ist ja eine Serie gewesen. Aber Darkwing Duck ist ja im Prinzip Emil Erpel gewesen. Glaube ich, war es nicht Emil Erpel? Wobei, macht eigentlich keinen Sinn, weil Emil Erpel war auch der Gründer von Entenhausen. Und so wie der in der Serie dargestellt ist, war der ganz bestimmt nicht der Gründer von Entenhausen. Was denn jetzt? Oh. Manering. Ariel einfach wegen meiner Kindheit. Ich habe damals sogar diese Bücher von Klassenkameraden unter Was will ich einmal werden? Ariel bzw. Meerjungfrau geschrieben. Oh, ist das süß. Wie alt warst du da? 9. Klasse oder wann war das? Oh, jetzt regnet es gerade. Aber das ist schon süß. 2, 1, Risiko. Ach, Darkwing Duck war cool. So. Ups. Bambi. Oh ja, Bambi ist auch süß. Oh, es gibt so viele Disney-Filme einfach. Ich hoffe, dass die halt wirklich noch ganz viele DLCs rausbringen werden. Nach und nach. Also es sind ja, wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr viele Türen im Schloss, die noch nicht personalisiert sind. Das sieht man ja immer an diesen Emblemen, die da drauf sind. Boah, so ein Schneewittchen und sowas könnte ich mir ja auch vorstellen. Oder Baloo der Bär. Oder ich will Bagheera haben. Und ich will King Louis haben. Boah, ja, ich will King Louis hier haben. Das wäre so geil. Und Captain Jack Sparrow. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Eure Grundschule. Ja, ja, sagte sie jetzt. Sagt sie jetzt. Ah. Ja, das wäre so, so viel coole Charakter. Wenn Marvel DLC kommt, will ich Deadpool haben. Der dann einfach die ganze Zeit Sprüche raushaut, meinst du? Wie haben wir jetzt eigentlich? 27, alles klar. Wir könnten es noch mit der restlichen Ausdauer schaffen, das Event, also diese Aufgabe fertigzustellen. I do my best. Ich hoffe, dass ich dann nicht die ganze Zeit immer noch irgendwo diese Steinhaufen finde. Und die vierte Wand durchbricht. Ich habe tatsächlich Deadpool selbst nicht gesehen. Ich kenne Deadpool tatsächlich auch nur, weil er die ganze Zeit immer so Sprüche raushauen soll. Weil ich bin, muss ich ja sagen, nicht so der Marvel-Fan. Ich bin ja mehr der DC-Fan. Was aber in erster Linie mit Batman und dem Joker zusammenhängt. So. Du musst die Deadpool-Spiele spielen. Guter Mann. Ich denke, wir verstehen uns.
Ich muss eigentlich noch sehr, sehr, sehr viel spielen. Problem ist meistens immer diese besagte Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Aber die ist relativ und teilweise echt schwer zusammenzukriegen. Immer mein Bester. Touché. So. Dann hier noch einmal. Ich glaube, den Schrimpsi da vorne nehme ich auch nochmal eben mit. Einfach, weil wir es von der Ausdauer her noch können. So. Dann sind wir ohnehin kaputt. Und Schrimps ist nicht ganz so häufig hier. So. Alright. Fange Fische am schnellen Strand. Pflücke lila Blumen. Alles klar. Also spielen wir jetzt quasi abwechselnd Steine abbauen und Blumen pflücken. Ich muss sogar tatsächlich gestehen, bei dem Tempo, was wir hier spielen, und dadurch, dass hier immer wieder was Neues auch rauskommt, ich glaube, wir werden... Also die 100 Folgen werden wir definitiv auf YouTube knacken. Wir sind ja jetzt schon bei irgendwas mit 70, glaube ich, die insgesamt hochgeladen worden sind. Ja geil, Level 9! Wir haben bald ein Problem, Freunde. Wir kommen da nicht mehr weiter, weil wir keine Charaktere mehr haben, die wir leveln können. Ich glaube aber sogar, das Spiel hat das Potenzial, die 200 Folgen zu knacken. Du sollst für lila Blumen sammeln? Ah, woher kennt das Spiel Lila? Lila ist einfach bekannt. Hallo? Wir reden von Lila. So, egal, noch ein Granat. Geridots wäre mir trotzdem lieber. Ja, Geridots, geil. Und hier Lila Blume. Einfach weil ich sie gerade gesehen habe. Also wir haben schon einen knackigen Hintern in unserer Hose, oder? Muss man ja schon mal sagen. Für die Damen. Ja, noch ein Peridot. Sehr nice. Oh, warte mal. Ach nee, das ist der Flieder davor. Ich dachte gerade schon, hä? Warum, was ist das da hinten für ein Kristall drin? Und dann war ich bei Turmalin und dachte so, Turmalin war doch nur im Eisgebiet. So. Alright. Give me everything tonight. So, geil. Wichtig ist, dass du mir nochmal einen weiteren Stein hier hinlegst. Das wird's auf jeden Fall bringen. Ich glaube, ich muss tatsächlich gleich einmal wieder rüberschwenken zur Quest, in der Hoffnung, dass wir Elsa noch bekommen, weil wenn wir unsere gute Anna dann nachher Stufe 10 haben, na, ihr wisst schon, ist halt nicht so gut. Also gut, ja, weil sie ist Stufe 10, aber ist nicht so gut, weil wir haben dann keinen Charakter mehr, den wir leveln können. Was, ich sammle einfach mal Blumen.
Können es annähern? Habe ich denn irgendwas, was der mag? Ich glaube Fische, oder? Mag er doch bestimmt hier. Magst du, magst du Kabeljau? Ich glaube ja, aber ist nicht sein Lieblings, Essen? Wir wollen jetzt gerade nicht. So, lila Blumen. Bing, 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 bing. Ja, Mann, da kommt jetzt halt wieder der Morgen durch, dass ich alles mitnehmen muss. Ich kann halt nicht nur eine bestimmte Sache pflücken immer. Inventar sagt, geht noch. Ich gucke halt mal, dass ich so ein bisschen die lila Blumen mitnehme gerade. Ein bisschen zumindest. Und weißt du was, ein bisschen Holz kann ich auch nochmal wieder sammeln. Damit sie ein bisschen ordentlicher aussieht. Hier ist irgendwo eine lila Blume. Da ist noch eine. Ich meine, was für lila Blumen wir abgrabbeln, ist ja egal, ne? Es geht ja darum, generell lila Blumen mitzunehmen. Blume. Entschuldigung. Und Holz. Nein! Nicht weg. Weg. Oh, da hinten kann ich ja ein Loch graben. Die schießen aber auch wie Löcher aus dem Boden. Ich hab keine Lust, gerade den Soundcommand auszuwählen. Das war blaue Blume. Die sind halt im Beet drin. Hier ist eine lila Blume noch. Und hier ist eine lila Blume. Das lasse ich einfach mal kackendreist stehen. Da ist eine lila Blume. Nehme ich gleich. Eben kurz ein bisschen das Holz hier wegmachen. Weil wir hier gerade einen haben. Ich nehme den auch nochmal eben mit. Ist wieder ein glänzender. Kann das sein, dass es immer einen glänzenden gibt, wenn das so... Wenn man die halt von außen schon sieht? Wie haben wir jetzt? 7. 20 brauchen wir insgesamt. Sollte machbar sein. So, was ich aber mal eben mache, ist Inventar ein bisschen leer machen. Weil es ist fast voll. Vitang. Eisenerz kann hier rein. Kohle. Den Stein können wir hier noch drauf stacken. Holz passt nicht mehr rein. Aber wir können noch 21 machen. Ist das hier nämlich voll. 8 Scherben. Holz. Okay. Dann die Edelsteine. Oh, wir haben die Traumscherben wieder vergessen. Die sehen halt immer so aus wie Edelsteine, deswegen übersehe ich die dann halt leicht. So. Gemüsetechnisch. Habe ich gerade gar nichts dabei. Nur Fruchtis. Waren aber nicht hier drin, die waren da drin. Dieses Lagermanagement immer. So, das kann ich verkaufen. Eine Kokosnuss fehlt noch. Oh, passen schon nicht mehr.
Wollen wir mal gucken, was ist hier drin, was ist nicht hier drin. Einfach mal. So, nein. Ja, verkaufen. Und dann Blumis. Blumis, 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 Blumis. So. Okay. Und da ist das Inventar wieder ein bisschen leer. Sehr gut. Den Rest können wir eben verkaufen. Irgendwie ist hier, können wir... Ja, ich muss erst die Quest weitermachen. Es geht nicht anders. Hallo, Kumpel. So. Ich sehe aber hier noch eine lila Blume gerade. Aus dem Augenwinkel gerade schon. Was brauchten wir denn für die Quest, sag mal? Noch 4 Eisenbarren und 3 Teile zum Basteln. Es kann sein, dass wir jetzt gleich eben ein bisschen Eisenerz holen müssen, weil wir nicht mehr genug haben. Der Vorteil wäre, wenn wir jetzt keine Peridots gebraucht hätten, sondern meinetwegen Smaragde, dann hätten wir halt die ganze Zeit parallel Eisenerz gefarmt. Das wäre extrem nice gewesen. So ist natürlich ein bisschen schwierig. So, 4 Eisenbarren. Und 3-mal Teile zum Basteln. Alter. Okay. Gehen wir direkt raus. Muss ich aber 2 neue Eisenbarren machen. Okay, es reicht noch. Schaufelplatz. Let's go. Jetzt ist die Quelle. Benutze das Schaufelblatt aus deinem Inventar. Achso. Benutzen. Ja, nice. Oh, wir sind auf dem höchsten Level. 40 ist das höchste Level im Spiel. Krass. Alles klar, Maximallevel erreicht. Finde ich ein bisschen schade, weil ich mochte das eigentlich. Oh, guck mal, hier, die sind fertig. Ich lasse trotzdem gerade mal. Ja, geil. Endlich kann ich die Dinger hier wegmachen. Okay, ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen. Durchgespielt. Also ein bisschen, ne? Ein bisschen geht's ja in die Richtung. So, wo haben wir denn noch ein paar von denen? Baumstümpfen. Alles gut aus soweit. Hatte ich nicht noch irgendwo einen, deswegen musste ich so komisch bauen? War da nicht was? Und ich glaube, es waren Pilze gewesen. Gibt es hier Baumstümpfe? Hier gibt es erstmal einen dicken Stein. Der stört mich schon wieder. Wir waren noch gar nicht hier gewesen heute. Ein klares Schiff machen. Ja, ein paar Pilze raus. Na gut, dann räumen wir hier nochmal eben kurz auf. Bringen wir noch ein bisschen Hartholz mit. Lot. Und dann hier noch ein bisschen Hartholz. So, hat mal eine Frage und zwar, will mir das Spiel kaufen, ist das Game End, so hat man mal ein Ende. Zockerbude, hallöchen, erst einmal herzlich willkommen mit Final Fantasy. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich denke schon, dass es irgendwo ein Ende gibt, aber ich sag mal, in meinen Augen ist die Hauptstory mehr nebensächlich. Du spielst das Spiel eigentlich mehr just for fun, weil du dein Reich aufbauen möchtest, sage ich jetzt mal. Wenn du Interesse daran hast, bei dem Spiel so ein bisschen auf Gestaltung zu gehen oder sowas, wie man das vielleicht von Spielen wie Harvest Moon, Animal Crossing und so kennt, dann wirst du sehr, sehr viel Freude an diesem Spiel haben.
Geht es dir nur darum, einfach das Spiel durchzuspielen und dann ab damit zum nächsten, dann, ja, kann das schön sein, aber du, ich, meiner Ansicht nach schöpfst das volle Potenzial nicht aus. Aber so oder so kann ich das Spiel wirklich sehr, sehr empfehlen. Weil es halt wirklich sehr schön gemacht ist und es gibt halt immer noch Neuerungen, ne? Also jetzt, just, ich weiß gar nicht, diese oder letzte Woche ist ja noch ein neues Update rausgekommen. Also die Entwickler machen ja auch noch sehr, sehr viel. Ja, kommt noch wieder zu. Genau, also da wird einiges noch hinzukommen. Und es gibt auch noch sehr viele Bereiche im Schloss, die noch nicht definiert worden sind. Wo wahrscheinlich relativ easy gesagt werden kann, hey, wir bauen nochmal Charakter XY ein. Oh, natürlich, das wollte ich nicht. Das kann ich mir also schon durchaus vorstellen. Oh, wie schön, endlich können wir die hier mal raushauen. So. Jetzt Baumdinger hier mal weg. Alles klar. Also wie gesagt, ich kann das Spiel wirklich sehr empfehlen.